Hallihallöchen zusammen und willkommen zu einer weiteren Folge Neuzugänge. Ja, es ist wieder eine OCG-Folge. Ich habe wieder eine Sendung von einem neuen OCG-Händler bekommen, den ich in der Videobeschreibung verlinkt habe. Was wir hier sehen, ist der Bonus. Also er hat mir hier eine Karte mitgeschickt, beziehungsweise zwei Karten. Eine ist hier aus der V-Jump OVP, die er mir nicht in Rechnung gestellt hat. Und das obligatorische Bonus-Booster. Mal gucken, was wir diesmal draus ziehen. Wir hatten jetzt ja schon richtig Packluck. Wir hatten zwei Ultras aus drei Packs. Einfach cool und ja, das gucken wir uns aber am Ende an. Wir schauen uns jetzt erstmal die Sendung an sich an und die hat es natürlich auch in sich. Ist nicht mal so groß, aber ziemlich interessant. Wir haben hier zweimal den Gagaga Cowboy. Richtig, richtig schöne Karte in Collectors Rare aus TRC1. Da kommt auch dieser ziemlich seltene Ghost Rare Blue Eyes White Dragon her. Also nicht der mit dem Parallel-Streifen aus dem 20th Anniversary Pack. Alter, kreischen die Kinder da draußen rum. Jetzt hole ich aber gleich die Pumpgun. Sondern aus dem, wie gesagt, aus dem ursprünglichen Set, wo er eben noch ziemlich selten war. Der Gagaga Cowboy an sich ist jetzt etwas weniger teuer. Falls ihr Interesse habt, euch selbst einen zu bestellen, dann schaut, wie gesagt, in die Videobeschreibung. Dort findet ihr den Link zu seiner Facebook-Seite. Dort könnt ihr ihn dann ansprechen und dementsprechend bestellen. Richtig coole Karte, meiner Meinung nach das Highlight der Sendung. Dann haben wir wieder dieses, oh Gott, wie hieß hier, Orphegal Orchestration oder irgendwie so aus Soul Fusion, also aus dem neuesten Set. An der Stelle ist es vielleicht noch erwähnenswert zu sagen, dass auch schon neue Ware aus Savage Strike auf dem Weg ist. Also ist ja jetzt in Japan rausgekommen, ist bei uns jetzt das nächste Set. Da sind auch einige Ultis dabei, unter anderem ein richtig geiler Elemental. Ich freue mich schon richtig drauf, aber der wird noch 3-4 Wochen brauchen wahrscheinlich. Richtig cool jetzt eben diese Karte, ist unsere zweite, ist ziemlich bombastisch das Artwork, ein neues Archetype. Sieht echt geil aus, muss ich sagen. Wobei es jetzt nicht meine Lieblingskarte von dem Thema ist. Meine Lieblingskarte ist dieser komische Drache aus Musikinstrumenten. Ist aber bloß eine Common oder eine Rare, glaube ich, von denen. Wenn ich mich nicht täusche. Dann als nächstes haben wir einen von den X-Crawlern, und zwar diesen Qualiarc oder wie er da hieß. So ähnlich, ein bisschen komischer Name hatte der, glaube ich, ich finde. Die Crawler an sich, da mag ich hauptsächlich die Link-Monster. Das sind die coolsten, vor allen Dingen das hier, das ist meine Lieblingskarte von den X-Crawlern oder von den Crawlern. Die anderen sehen zwar auch ganz okay aus, ich finde sie allerdings nicht düster genug, meiner Meinung nach. Wobei die Idee hinter dem Ganzen doch relativ nice ist, ne? Hat ja sowas ein bisschen mit den Nervenverbindungen und so weiter zu tun. Richtig, richtig coole Sache. Weiter geht's direkt nur in dem nächsten Lieblingsmonster von den Tinwinkeln. Das hier ist jetzt der Cerberus von den Tinwinkelmonstern. Die Tinwinkel finde ich im Allgemeinen besser als die X-Crawler. Die sind ein bisschen düsterer designt und haben, glaube ich, bloß zweimal Support bekommen. Einmal im Hauptset und später kam dann nochmal einer raus. Diese Dreiheit oder wie sie hieß. Ist eben der hier richtig cool, richtig finster, auch mit diesen rot-lila-Tönen drin und im Blau. Das sieht einfach mega geil aus. Und das ist einfach richtig strange, das Artwork des Monsters an sich. Das gefällt mir einfach extrem gut. Und ja, dementsprechend hier meine Lieblingskarte von den Tinwinkeln. Die haben wir hier im Übrigen zweimal bekommen. Ja, das hier ist eine alte Bekannte, die kennen wir ja alle. Das ist Trickstar Holy Angel. Haben wir hier auch schon mal gesehen, damals allerdings noch von einem anderen Händler. Da habe ich, glaube ich, 6 Stück von bekommen damals. Jetzt haben wir hier nochmal 2 Stück, richtig coole Sache. Ich hoffe, man kann alles gut erkennen. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass die Kamera nicht wirklich fokussiert hat, aber das sehen wir dann. Extrem nice, das Blau sticht hier gerade richtig raus. Ich glaube, ich habe die falsche Beleuchtungseinstellung, aber das, naja, ihr werdet es überleben. Genau, Trickster Holy Angel bei uns, glaube ich, als Ultra Rare rausgekommen. Die Dame kennen wir auch, das war die erste Ultra, die wir aus unserem ersten Bonus-Pack gezogen haben, hier aus Flames of Destruction. Eben nur ein Ultimate, da haben wir ganze sage und schreibe 5 Exemplare von hier, auch meine ersten 5 in Ultimate Rare. Extrem coole Karte, kam bei uns als Ultra Rare auch raus, deswegen war leider die gezogene aus Japan nicht zu gebrauchen für mich. Aber trotzdem noch gut zu vertauschen gewesen. Dann haben wir wieder eine Lieblingskarte. Und zwar meine Lieblingskarte aus Cybernetic Horizon. Ne, war das überhaupt? Doch war Cybernetic Horizon, ja genau. Der Cyberus Magician in Ultimate Rare. Wie fett ist das denn? Ja, ich fand die Karte ja so schon cool. Sie sahen ultra schon cool aus. Dann haben wir sie hier in Secret aus Japan gesehen. Auch mega nice. Aber in Ultimate macht sie halt nochmal was ganz anderes her. Ne? Das ist einfach eine extrem coole Karte, muss man so sagen. So allein vom Design her. Auch die Cyber-Sexe, ne, ist gleich Platz 2 meiner Lieblingskarten aus dem Set hinter dem Cyber-Magician.
einfach cool. Es gibt tatsächlich einige Cybers-Monster, die richtig nice aussehen, muss man so sagen. Ne? Also echt nice. Und zu guter Letzt haben wir, oh Gott, was war das nochmal? Das war, glaube ich, der Executor von diesem Metaphysischen. Der war bei uns so eine Random Super. Hier ist es jetzt eine Ultimate Rare und auch ein Ultimate macht er natürlich einiges mehr her. Ich finde auch, dass das Ultimate Rare die Karte dahingehend unterstützt, dass das Artwork nicht ganz so untergeht. Das ist nämlich ziemlich overdesigned, würde ich fast sagen. Ne, wir haben hier ganz viele Äderchen, ganz viele Feinheiten. Und ja, beim Super Rare-Effekt, da geht das irgendwie teilweise ein bisschen unter, auch wenn es eine coole Super war, ne, und auch gut aussieht als Super, aber Ulti ist dann doch der bessere Effekt für die Karte. So, das war's mit der Sendung. Jetzt haben wir natürlich noch das ganze Bonuszeug, ne? Und als allererstes gucken wir uns die Karte an, die ich bekommen habe. Und das ist dieser hier, das ist das alternative Artwork von Bunter gegen Pendeldrachen in Extra Secret Parallel Rare. Richtig krank, wir kennen das ja schon von dem Glasflügel-Synchro-Drachen, dem alternativen Artwork. Ne? Also das ist ja wie so ein Disco-Ding, das Ding kann man quasi in der Disco aufhängen sozusagen. Also richtig cool, gefällt mir jetzt auch ein bisschen. Also da ist definitiv noch eine dickere Folie drüber, fast wie bei den Hobby-League-Karten, aber nicht ganz so dick. Richtig cool auf jeden Fall. Vielen, vielen Dank nochmal an dich, lieber Yannick. Und die Karte hat er mir auch nicht in Rechnung gestellt. Die hat er bei ihm bestellt gehabt. Die machen wir jetzt mal auf. Vorsichtig, ich will es ja nicht hinüber machen. War jetzt keine teure Karte, aber ich finde es trotzdem echt nett, dass er mir die nicht in Rechnung gestellt hat. Also, das ist ein netter Bonus, muss man schon sagen. Na. Und das ist der Magician of Hope aus der V-Jump. Wir haben den, glaube ich, noch nicht in der Jump. Ich habe jetzt erstmal nur ein Exemplar rangeholt und es wird momentan noch erstmal bei einem bleiben. Einfach weil ich mir nicht sicher bin, ob der nicht auch vielleicht zu uns kommt. Wenn ich jetzt natürlich merke, dass er jetzt im Laufe der nächsten, sagen wir mal, des nächsten Jahres nicht zu uns kommt, dann werde ich mir auf jeden Fall weitere V-Jump-Exemplare holen. Wenn er dann kommt, habe ich Pech gehabt, aber ich kann auch nicht mein ganzes Leben warten. Also hier, sehr, sehr coole Sache. Interessanterweise fällt mir gerade auf, sind auch hier die ganzen Rahmen schwarz, ne? Nicht so wie bei den normalen Karten. Ist das hier auch so? Ja, tatsächlich. Ist mir noch nie aufgefallen. Und ja, jetzt schauen wir, was wir aus dem Booster bekommen. Das ja auch als Bonus hier ist. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass es wieder eine Holo wird. Bestenfalls eine Super. Also das war ja bisher Packluck ohne Ende. Und das ist ja immer noch aus dem selben Display, das er bei sich zu Hause hat. Ne, das darf man ja nicht vergessen. Er hat hier keine unterschiedlich vielen Displays bei sich rumhängen. Und diese japanischen Booster sind so schwer zum Aufmachen. Das ist echt der Wahnsinn. Boah. Kriege ich sie jetzt unbeschädigt raus? Danke. Gut, dann schauen wir mal. Ah, der Hintergrunddrache, natürlich echt nice. Eine Super Rare. Geil. Bei uns eine Secret, hier eine Super. Kann ich natürlich super gebrauchen. Das ist die vierte aus dem Bunde mit Ghost Ogre und wie sie alle heißen, Winter Cherries und alles mögliche. Die war bei uns auch eine Secret hier, eine Super Rare, richtig cool. Die kommt natürlich in die Sammlung. Ist natürlich auch keine garantierte Karte, weil in den japanischen Boostern gibt es keine garantierten Holos. Das heißt, es ist hier tatsächlich noch eine richtig schöne Super Rare, ne? So wie es eigentlich sein sollte. Ja, dann bin ich schon mal wieder top zufrieden. Nice, freut mich wirklich. Das war's mit der Sendung heute. Ich hoffe, sie hat euch genauso gut gefallen wie mir. Wir sehen uns zum nächsten Mal. Und bis dahin macht's gut und haltet die Ohren steif.